Bombayar. Tja, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Quietsch Quietsch, die Sims 2 DS. Wir berühren den Touchscreen. Das ist ein bisschen spät schon, das seht ihr ja gleich. Wir berühren den Touchscreen. Gucken mal in die Einstellung und in die Konzeptkunst und stellen fest, wir wissen jetzt zwar von drei Leuten die Geheimnisse. Konzeptkunst haben wir aber leider noch gar keine freigeschaltet. Schade eigentlich. Deswegen laden wir einen Sim, nämlich Dave, in der Manager Suite um 16.44 Uhr. Und jetzt ist es 1.23 Uhr und unser Telefon klingelt. Diese Information wird dir die Zeit zum nächsten Pi-Tag verkürzen. Pi hat einen ungefähren Wert von 3,14. Und weiter. Verstehe. Haben wir sonst noch irgendwie Nachrichten? Wir haben zwei Nachrichten, die uns nicht angezeigt wurden. Ja, dann gucken wir doch mal. Beide von Katie. Die Außerirdischen haben sie schon wieder mitgenommen und irgendwas mit einem Bohrer. Was haben sie mit mir gemacht? Keine Ahnung. Hey, wenn ich dich bitte, mir etwas zu bringen, dann bedeutet das etwa, dass du mir etwas bringen sollst. Ist ja auch egal. Genau, sie wollte ja ein Bett haben. Wir haben sie weder gerettet noch ihr ein Bett gebracht. Ist natürlich doof. Oh! Bewertung 22% und erreiche Hotelbewertung 20%. Wie geil ist dem denn? Das finde ich ja mal fantastisch, Freunde. Dann schauen wir erstmal, wo wir hier weitermachen können. Ich glaube, ich muss erstmal B drücken, damit wir laufen. Genau. Und jetzt, wir werden bestimmt jeden Moment wieder überschüttet mit Bedürfnissen. Guten Tag. Na? Bombayar! Das ist der geilste. Pfeffer Paul ist der geilste. Er hat vor allem Holzbein, ey. Bombayar! Das ist so klasse. Ja, und natürlich ist im Mehrwürdighausenhotel immer jemand da. Immer. Modernes Zimmer können wir vermieten. Ist das nicht schön? Das machen wir doch einfach mal direkt. Was kostet das eigentlich? Sag mal eben. 700. Plus 50. Plus... ja. Können wir mal machen. An wen verkaufen wir das? Komm, Pfefferpaule, komm her. Nee, Pfefferpaule. Einchecken bitte ins moderne Zimmer. Ja, hey. Der ist so cool. Ja, yeah, das wird ein toller Aufenthalt. Das spüre ich am ganzen Körper. Ich habe das Gefühl, ich werde bis zum Dienstag hier bleiben. Das ist natürlich cool. Sind aber, glaube ich, auch nur zwei Tage, denn es dürfte ja jetzt Sonntagnacht sein. Genau, drei Tage und heute ist der 22. Und er ist glücklich. Wie geht's der Katie? Die ist wütend. Logisch. Und Frankie ist auch glücklich. Den werden wir demnächst besuchen. Wir sollten auch die Dings besuchen, die Katie. Ja, mein lieber Heini. Vorher gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Beruhigen. Den ersten lasse ich mal nochmal drin. Und danach, ihr wisst Bescheid, schnibbeln wir das raus. Weil irgendwann hat man es dann ja hier auch mal verstanden. Ich finde das nur ganz furchtbar, dass man die Leute so oft und so viel anlabern muss, um an das Geheimnis zu kommen. Trotz, dass wir jetzt schon die Laufbahn genommen haben, wo das scheinbar alles schneller geht. Hui, sag ich mal, hui. So. Dann haben wir es jetzt auch geschafft. Vielen Dank. 5 Simoleons, na, da können wir uns ja mal richtig was leisten davon. Ich schaue mich natürlich wieder um, ob hier etwas rumliegt und tut es auch. Denn unsere Geldsorgen sind noch nicht ganz gelöst. Schließlich gibt es noch eine Menge zu kaufen. Da gehen wir dann gleich nochmal in die Kunstgalerie und finden mal raus, ob wir da vielleicht was hinhängen können. Das wäre zumindest mal irgendwie cool. CPU-Auslastung 65%. Unfassbar. Unfassbar. Ich habe übrigens festgestellt in der letzten Session, heute also gestern Nachmittag, dass dieser Bildwiederholungsfehler drin ist. Ich habe jetzt mal die Bildschirmaufnahmemethode, die verbesserte, die Bandicam anbietet, ausgeschaltet. Und da waren in den Testversuchen diese Fehler nicht drin. Ich hoffe, sie sind jetzt auch nicht drin. Wenn wir jetzt gleich hier durchgehen, werdet ihr das ja sehen. Ich hoffe, er war nicht zu sehen, der Fehler. Wir machen hier erstmal sauber.
Und dann gucken wir mal, ist das hier eine leere Leinwand? Jawohl. Naja, dann sagen wir mal Hi! Und haben ein erträgliches Gemälde produziert. Und was liegt denn hier? Ein Kennzeichen. Ist ja schön. Und da muss jemand gebändigt werden, das machen wir auch mal. Ich glaube, bei dem Zeug, was man hier sieht, ist das kein Wunder. Leere Leinwand. So, machen wir mal das. Ist vielleicht irgendwie ein japanisches Schriftzeichen, aber ein Magnum Opus auf jeden Fall. Den Müll da hinten hat noch keiner gekauft, leider. So, das schneiden wir wieder raus. Wow, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Also da, nur Dave, hier nimm diesen Brennstab, den ich aufgehoben habe und danke, dass du mich wieder auf den Boden zurückgeholt hast. Es sind so viele Leute, ich kann denen gar nicht eigene Stimmen geben. Ein Brennstab, na schön. Sigi können wir beeindrucken, brauchen wir aber nicht mehr. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Ja, das Kennzeichen, das hier rumliegt, findet man nur zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Ich muss mich noch ein paar Mal, glaube ich, darüber aufregen, über die Prinzipien von diesem Spiel. Das moderne Zimmer können wir uns dann demnächst auch mal anschauen. Hier sind wir aber soweit fertig. Und zwischendurch immer mal wieder speichern. Jetzt hat wieder einer ein Gemälde gekauft, nämlich Bruno für 315 Simoleons. Herzlichen Dank, mein Lieber. Dann hängen wir gleich schnell mal ein neues hin. Bin mal gespannt, welches er gekauft hat. Das hier drüben tatsächlich. Naja, gut. Wo nichts war vorher, aber Hauptsache, er hat's gekauft. So, dann machen wir mal hier. So. Und so. Und so. Und warte. Ja, klatschen gerne. Ups, das war nicht so. Das. Nee, komm. So. Schön. Weiß nicht, was es darstellen soll, aber es ist ein Meisterwerk. Das seht ihr ja bitte selber. So, sie ist gut drauf, die sind alle gut drauf, das freut mich. Für die auch. Und wir schauen uns jetzt mal schnell das moderne Zimmer an und machen diesen Dreckfleck weg. Wo ich mich auch frage, was da los ist. Ah, die ist verrückt. So, hier nimmt diese Kürbisse, die ich gefunden habe. Okay, vermutlich waren es zwei. Und ich kann hier mal auffüllen. Nee, du machst nur immer den Eindruck, dass du traurig wärst, wenn du dich so nach vorne beugst. Schade eigentlich. Sehr schade. So, wir gehen mal schnell in die Managa-Suite und gucken uns das nächste Kennzeichen an, das dort hängt. Man kann nichts drauf erkennen, aber gut. Na, einen Moment mal. Der PC ist wieder gut dabei. Naja, ich muss es einfach irgendwann akzeptieren. Wir kicken mal schnell in die Statistikleiste. Und da sehen wir in der Laufbahn, dass wir noch einige Sims aufmüntern müssen, leider. Aufmüntern vor allem. Zwei Gäste, Hotelbewertung 22. Ja, wir gehen noch zu Frankie, keine Sorge. Fähigkeiten. Da hat sich auch noch nichts verändert. Ja, und Außerirdische haben wir noch nicht besiegt. Wir sind kläglich gescheitert. In der letzten oder vorletzten Folge. Irgendwann zuvor. Dabruchia, genau. Jetzt gehe ich mal schnell hier runter, denn hier dürften ja Pfefferpaule dürfte hier rumstreuen und eventuell. Nein, hier liegen leider keine neuen Sachen. Aber Dreck haben wir hier. Da würde ich sagen, saugen wir doch einmal schnell. Und finden leider nichts. So, dann gucken wir mal. Ah, du bist traurig. Die Geräusche von ihm, deswegen lasse ich das jetzt mal drin, sind einfach so herrlich. Tumasuf. Toyasuf. Bombayar. Das ist fantastisch. Ihr nehmt diesen Kürbis, dankeschön. Ich glaube, je öfter man eine Person beeindruckt oder aufmuntert und dergleichen, ist sie dann auch, also ist die Belohnung höher, die man am Ende kriegt, was so die Simoleons oder Brennstäbe oder was alles angeht. Das finde ich gut.
Da war er doch wieder, unser Paule. Ja, Heini, Mensch. Wir fahren mal zur Sonnenterrasse. Ich hab das Gefühl, da oben ist was für uns. Guck mal. Ja, vielen Dank. Das muss ich mir mal kurz hier notieren, dass wir den schon haben. Und auch das Kennzeichen, das wir in der Kunstgalerie gefunden haben. Schön! So. Fantastisch, Freunde. Dann sind wir hier oben leider auch schon wieder fertig. Denn hier liegen ja normalerweise keine Items rum. Ups, das war die falsche Taste. Wir gehen in die Lobby im ersten Stock. Und gucken uns mal das moderne Zimmer an. Ich glaube, das ist das hier. Ja. Ganz nett hat man es hier. Und der Schnitt ist auch wirklich hip. Oh. Hey. Eine 335 Simoleons. Herzlichen Dank. Das ist sowas von nett. Dankeschön. Ja, sehr geräumig. Da sind die 750 Simoleons pro Tag schon durchaus gerechtfertigt, würde ich sagen. So. Dann können wir jetzt schnell nochmal hier gucken, ob es hier vielleicht dreckig ist in dem kleinen Zimmer. Man weiß ja nicht, die Katie ist ja so ein bisschen, ne, du weißt Bescheid. So ein kleiner Dreckspatz. Aber scheinbar nicht. Gut, dann fahren wir jetzt mal in die Stadt. Und danach zu Frankie. Denn der hat ja bestimmt auch... Bumbayar! Der hat bestimmt ja auch was zu tun für uns. Und ansonsten halten wir natürlich weiterhin Ausschau nach Sims, die nicht gut drauf sind. A.k.a. leider sehr traurig. Ach, hier nicht. Ist er schon wieder traurig? Nee, sah nur so aus. Schade eigentlich. So, ich wollte mir auch die Infos... Falsche Richtung. Ich wollte mir die Infos nochmal angucken zu den einzelnen Leuten. Wir haben ja schließlich noch ein paar neue kennengelernt. Wo man aber dann immer wieder unterbrochen wird. Ward. So, hier kommt immer noch diese Musik. G'day. Sagt man in Great Britain, glaube ich. Ja, ist nur erträglich, aber ich meine, was soll's. Jetzt nochmal hier hin. Hat man schon Ara Fusilli, entfernt Bekannte. Ara ist die kluge, freche und oft gelangweilte Tochter von Frankie Fusilli. Wer hätte das nur gedacht? Coolio Raubein, ohne diesen Actionfilmstar gäbe es das Wort Bumm gar nicht. Wer das glaubt. So, die hatten wir alle schon. Lutz Rosekappe, der arrogante Sohn von Rosekappe. Ach was. Roseklappe. Roseklappe. Der Lutz hat eine Roseklappe. Leicht zu hassen, schwer zu ignorieren. 159 Simoleons, herzlichen Dank. So lässt sich halt sehr schnell Geld machen. So, jetzt hat er auch noch Hunger, unser Kollege hier. Pfefferpaule sucht gute Ruderer, die ihn unterstützen. Heini Stiesel, Heini Extra, eines Science-Fiction-Serie, sonst sich in seinem längst verblassten Ruhm. Den hatten wir schon. Die hatten wir auch schon. Gut. Dann haben wir das. Okay. Dann speichern wir einfach mal mittendrin, würde ich sagen. Und ich speichere jetzt zur Abwechslung mal auf die 2. Denn man weiß ja nie, was passiert. Wir gehen nochmal zurück und hängen ein neues Gemälde auf. Und hier liegt Dreck. Ja, und so eine Kleinigkeiten, die Sims halt auszeichnen, ne, da weißt du dann auch direkt Bescheid. Und es gibt hier mal wieder nichts. So, dann hängen wir hier drüben schnell was Neues hin. So, weißt du? Erträglich. Ist okay. Ist völlig in Ordnung. Das Kennzeichen liegt wieder da. Ich frage mich, wieso? Wir haben es doch schon aufgehoben. Gut, hoffentlich stürzt der PC nicht ab. Oder der Spiel. Haben wir jetzt eigentlich 3 Kennzeichen im Inventar? Ja. Gut. Macht irgendwie keinen Sinn alles, weil wir haben es ja schon gesammelt, aber okay. Mama Eva ist da, die gebändigt werden muss. Und wir bekommen einen Brennstab. Vielen Dank. Und wir speichern mal manuell. Denn die Nachrichten von Pfefferpaule hast du auch schon gesagt, dass die Rohre verstopft sind? Nein, nur die Rosen verstopft. Und das ist ekelhaft. Und der Heini ist wütend, aber das ist mir egal. Wie geht's, Pfefferpaule? Bekannter. Laune neutral, das ist in Ordnung.
Ja, komm her.